Hallo Leute, da bin ich wieder und weiter geht's bei Let's Play Pokémon Smaragd. Ja, ich habe jetzt alle auf 12 trainiert. Nö. War auch nicht ganz einfach. Hat lange gedauert. Das ist sogar ein Item. Okay. Ja, Ziggy ist ein Zickzacks, habe ich mir auch mal organisiert, quasi. Und bei alle auf 12. Ah, da kann man ja auch noch was kaufen, ne? Habe ich auch noch nicht gemacht. Ich glaube, ich muss wieder niesen. Ist nicht gut. Kann ich dir helfen? Ja. Kannst du mir was schenken, Alter? Boah, Tränke wäre schön. Nummer 5, wa? Wir haben hier noch 1800. Nummer 5. So. Ein paar Reiter wäre auch nicht schlecht. Nummer 2. Werde ich zwar noch nicht so brauchen an sich, aber ja, ich kann nur einkaufen. So. Gibt's noch was, was ich mit dir dienen kann? Ja, du kannst was für mich machen. Und zwar die Schnauze halten. So. Erstmal ein Speed kacken. Erstmal schön einen abgeseilt ins Beet. Muss ich hier irgendwo lang? Ich weiß es nicht. Schon wieder ein Pfiffchen. Na gut, Offscreen habe ich Millionen davon getötet. Dürfte jetzt kein Problem mehr sein. Gewonnen-hittet. So. Ja, den habe ich auch noch nicht gefragt, ne? Mein Pokémon ist unglaublich müde. Ich hätte es einen Trank mitnehmen sollen. Ja. Das hättest du. Ich komme ja auch nicht weiter, ne? Nee. Warum bin ich überhaupt hier hochgegangen? Naja. Muss ich denn hin? Hier geht's nicht lang, da auch nicht. Hat der nicht schon angequatscht? Nee, ne? Hat die Fußspuren als seltenen Pokémon abge... Ach so. Ja, dein Vater. Ja, den hätte man reden können, weil der hätte dann gesagt, nee, du kommst hier nicht durch. Ich habe Fußspuren eines seltenen Pokémons gefunden. Die muss ich erstmal studieren und keine Ahnung. Da kann man erst nicht durch. Jetzt kommen wir da durch und ja. Ich möchte Pause einlegen, da erschweige ich mein Spiel. Was für ein Spiel? Was spielst du denn? Hi, ich arbeite in einem Pokémon-Supermarkt. Kommst du bitte einmal... Ich weiß, wo der perfekte Supermarkt ist. War da schließlich schon drin. Gib mir lieber einen Trank. Na? Danke. Und jetzt gehen wir nicht mal auf den Sack. Hab schließlich noch was zu tun. Ne? Gegen Schilderrennen ist auch sehr schön. Udone 2. Ist das ein Trainer? Nee. Ich werde jede Menge Pokémon fangen. Ja, der macht das auch ein Quatsch mir nicht voll. Trainerkampf! Wenn du Pokémon bei dir hast, bist du offiziell ein Pokémon-Trainer. Daher kannst du meine Herausforderungen nicht ablehnen. Doch. Ich kann dich ignorieren und irgendwo... Ach nee. Um den rum kann ich ja nicht laufen, oder? Ich weiß das gar nicht. Auch nicht schon wieder ein Pfiffchen, Alter. Was geht? Ja. Na, ich will es immer ein bisschen leichter machen, deswegen level ich die auch immer ein bisschen höher. Und... Ja.
Geht doch. 58 EP, das ist super. Obwohl das auch nicht so viel bringt. Weil die ja sowieso hochgelevelt sind. Rondex gewinnt 80 Pokéballer. Das ist super. Was sonst noch was zu sagen? Hör mal, du hast mir vorher sagen sollen, dass du so stark bist. Ja, Elf. Wenn du mich sofort zum Kampf herausforderst, ich meine, wie soll ich denn da jetzt noch... Wie soll ich denn da vorher dich warnen? Das geht gar nicht. Ha, unsere Augen haben sich getroffen. Was? Ich kämpfe mit meinem Käfer-Pokémon gegen dich. Ja, dann musst du es machen, Mann. Ein Wampel. Wow. Auf Level 4. Wow. Ich bin begeistert. Ich bin so geflasht, dass ich das im Wort nicht in Worte fassen kann. Stirb. Und zwar qualvoll. Schon wieder ein Wurmbel. Oh, Alter. Hast du nichts anderes? Nein, ich will das Pokémon nicht wechseln. Na gut, hätte ich eigentlich schon wechseln können. Weil ich muss ja alle trainieren und wäre besser. Aber gut. Das nächste Mal. Dann. Na, der hatte nur zwei, war. Na gut. Alter, die ziehen mir nicht mal was ab, ey. Was geht? Statt die mal offensiv, statt defensiv arbeiten, ist... Naja. Aua, Besiegung verloren. Ja. Was tut dir denn jetzt weh? Will der Kleine was? Ich bin nicht groß, ich versinke im hohen Gras. Das Gras erreicht meine Nase und hahaha, Hachi. Sag mal, jetzt hast du mich voll gerotzt. Mach das mal sauber. Meine armen Klamotten. Überall Rotz auf den Klamotten jetzt. Das ist so ekelhaft. Mann, ey. Trist ein kleines Kind und das rotzt dich erstmal voll. Das ist ja... Was ist das denn? Nur Turzel. Turbo! So, wollte ich auch mal zeigen. So ging das die ganze Zeit. Na, so ging das die ganze Zeit, wo ich trainiert habe, weil ich... Boah, das hätte... Ich meine, gut. Ich habe ja um 4 angefangen mit trainieren und jetzt ist es mittlerweile um 6. Ja. Dauert. Sowas. Aber das wird ja einfacher, wenn man umso länger man trainiert. Und ich will es mir ein bisschen einfacher machen. Was dauert, bis mein Pfiffchen mal eine ordentliche Attacke kriegt. Kann ein bisschen dauern. Schwalbini! Weil ich jetzt ein Elektro-Pokémon wäre es einfach. Naja, man kann ja nie alles haben. Mein Zickzacks in Ziggy umzubenennen, ist zwar auch unkreativ, aber naja, was soll's. One-Hit-Kill, Alter. Ich habe die angesprochen, weil ich dachte, ich könnte dich besiegen. Ja, das kannst du ja knicken, Alter. Ein Bäumle. Jupp. Die Nebelbeeren sind sehr gut. Da kannst du 10 KP heilen. Und ein Pokémon zum Tragen geben, damit es in Kampf selber die Beere nimmt, wenn es halbwegs gedamaged ist und im gelben Bereich ist.
dann geht das. Und genauso mit dem Pirsifbären, das ist halt für Paralyse. Oder gegen Paralyse quasi. Achso, und zu dem war ich ja. Ah, jetzt muss ich schon wieder hier durch. Ups. Ja. Ah, Nase juckt. Och nö. Ja, gutes. Na, was heißt gutes Training? Ah, das ist ja. Wieso daneben? Was geht? So. Das mache ich immer, so brauche ich nicht mehr. Immer flüchten ist ja auch blöd. Mein Ziel stets gewinnen und der beste Trainer aller Zeiten werden. Hilf mir bei meiner Karriere. Boah, pff, das glaube ich nicht. Also, kannst du mir mal mit meiner Karriere helfen? So wird ein Schuh draus. So langsam müsste ich die Pokémon auch mal wechseln, weil mein Bro ist schon wieder fast Level 13 und die anderen müssen ja auch mal leveln. Also, ja, EP kriegen halt. Ne? So. Nee, es wird Knilz. Knilz. Oh, hätte ich jetzt ein Feuer-Pokémon, das wäre auch gut. Weil Feuer ist gegen Pflanze effektiv und... Ja. So, Siggi, du bist wieder dran. Bei Siggi muss ich mir an Siggi Schweißsocke denken von der Gummibärenbande, glaube ich. Da hieß nämlich, oh, ich weiß jetzt nicht in welcher Folge, aber das habe ich damals als Kind immer geguckt. Und warum ich das noch weiß, keine Ahnung, aber naja. Bam. Wow, ehrlich. Ah, Schreck zurück, das ist ja super. So. Stirb. Göre Karin, oh, Mensch. Da heißt eine gewisse Person in meinem privaten Umfeld. Naja. Boah, so, wechseln. Hatte ich. Da war ja noch was. Kann man Siggi eintauschen. Kann so wieder weitergehen. Trainieren muss ich da ja eh nicht. Oh, ich finde die Musik gut. Oh, ich finde viele musikalische Sachen finde ich im Pokémon sehr schön. Und ja, das beschleunige ich auch mal. So. Das werde ich auch immer so machen, weil das einfach, das bringt ja nicht viel, wenn ich das so lasse. Jetzt mal wieder in fremden Häusern gehen und fremde Leute anquatschen, so wie man es ja immer macht. Norman ist unser neuer Arena-Leiter. Ich glaube, er und seine Familie kommen von weit her. Das ist aber bestimmt weit hergeholt. Oh Mann. Ich bin erst einmal gegen Norman angetreten. Wow, war der stark. Wie soll ich das sagen? Ich habe den Eindruck, er lebt für seine Pokémon. Joa. Das ist mir so egal, dass... Naja. Mein Gesicht spiegelt sich im Wasser. Ein schimmerndes Lächeln der Hoffnung. Oder ist es der Ausdruck düsterer Stille, an dem die Angst nagt? Was siehst du in deinem Spiegelbild? Einen Pixeljungen sehe ich gerade im Spiegelbild. Ja, das ist das Einzige, was ich gerade sehe. Meinen alten Knacker ansprechen. Reisen ist einfach wundervoll. Als ich noch jung war... oh, ich verreck gleich. Waren die See und die Berge mein Zuhause. Alter, geh mal zum Arzt. Oder ins Altersheim. Wie
wünschte, ich könnte mir mit eigenen Ohren am Abend auf eure Reise gehen. Sich durch hohes Gras schleichen, steile zerklüftete Berge erklimmen und den pädophilen Pokémon-Professor beglücken. Alter, was hast du für kranke Gedanken, Mädel? Das tosende Meer überqueren dunkle Höhlen hervor. Alter, wir wissen's. Alter, was die ein Volllappt, ey. So viel wie die labert, würde ich der das doch glatt gönnen von dem pädophilen Dings. Geknallt zu werden quasi. Wohin ist unser Heiko gegangen? Wir müssen doch bald nach Wiesenflur aufbrechen. Weil dann stelle ich mal auf den Flur und halt ein Foto von einer Wiese in der Hand. Dann bist du doch in Wiesenflur. Ah. Oder tapeziere den Flur im Rasenmotiv. Dann bist du auch in Wiesenflur. Und ich frage mich gerade, warum ich hier drin bin. Kaufen kann ich mir doch kaum. Kann ich mir doch eh kaum was machen. Noch ein alter Knacker. Nehmen wir an, du hättest 6 Pokémon. Wenn du jetzt ein weiteres fängst, wird es automatisch in das Pokémon-Lagerungssystem gesendet. Wo es dort für immer verrotten wird. Alter, du bist krank. Hier kann ich doch auch gar nicht rein, ne? Weil das mein Vater ist. Moin. Na, wenn das nicht Rontex ist. Dann habt ihr also den Umzug beendet. Ich bin überrascht, dass du ganz alleine hergefunden hast. Oh, so ist das. Du bist in Pokémon-Begleitung. Ich glaube, du wirst einmal in meine Fußstapfen als Trainer treten. Kann ich auch mal in die Eier treten. Das ist bestimmt genauso lustig. Oh nee. Das sind großartige Aussichten. Ich kann es kaum erwarten. Ich hätte gerne ein Pokémon. Bitte. Wie? Du? Ach gut. Du bist Heiko, nicht wahr? Ich werde meine Verwandten im Wiesentor besuchen. Ich glaube, ich werde mich da noch einsam fühlen. Daher würde ich gerne einen Pokémon-Fang mitnehmen, um es zu vergewaltigen. Aber ich habe noch nie eins gefangen, weil sie alle gewusst haben, dass ich sie vergewaltigen werde, weil ich so einsam bin. Ich weiß nicht, wie das geht. Oh, ich verstehe. Rontex, hast du das gehört? Nein, ich hab's gelesen. Hilf doch bitte Heiko dabei, ein Pokémon zu fangen, das er später vergewaltigen wird. Heiko, hier, ich leihe dir meinen Pokémon. Heiko hat einen Zickzacks erhalten, das er gleich durchnimmt. Ich rede einen Scheiß. Oh, wow, ein Pokémon, das nehme ich gleich durch. Ich gehe gleich in die nächste Ecke. Ich gebe dir auch diesen Pokéball, dann leg los. Heiko erhält einen Pokéball. Oh, wow, danke schön. Kommst du wirklich mit mir? Ja, natürlich, wir sehen, wie du ein Pokémon fängst und das hinterher vergewaltigst. Wäre bestimmt super. Dann hole ich mein Handy raus, filme das mit der Kamera und stelle das auf YouTube. Und krieg 1 Million Kritiks dafür. Ich rede einen Scheiß heute, das geht gar nicht. Alter. Richtig fange, ja. Diesen kann ich auch was trinken. Das macht er ja von alleine. Aber was sehr strange ist. Mein Vater ist Arena-Leiter und hat einen Zickzack auf Level 7. Was geht? Also ich weiß nicht, was mit dem geht. Also das... Kannst du mal hinmachen da? Mach mal hinne.
Ich will mein Bestes geben, damit ich es nachher durchnehmen kann. Obwohl, dann wäre ich ja schwul. Verdammt. Aber egal. Hauptsache ein Pokémon, was ich vergewaltigen kann. Alter, das wollen wir gar nicht wissen. Fangen Sie das Drecksvieh und dann ist gut. So. Ich hab's geschafft. Es gehört mir, mein Pokémon. Ich kann's nachher vergewaltigen. Schön. Rondex, dankeschön. Lass uns zurück zur Arena gehen. Und? Hat's geklappt? Danke, ja, wunderbar. Hier haben Sie Ihr Pokémon zurück, was ich, ja, so vergewaltigt habe, dass es so gedamaged ist, dass Sie es ins Pokémon Center bringen müssen. Entschuldigung dafür. Danke, Rondex, dass du mit mir gegangen... Achso. Danke, Rondex, dass du mit mir gegangen bist. Euch beiden habe ich es zu verdanken, dass ich mein erstes Pokémon fangen konnte. Was ich nachher gleich mit nach Hause nehmen werde und es ans Bett fesseln würde, werde, um es zu vergewaltigen. Ich verspreche, ich werde mich gut darum kümmern. Oh ja, vor allem im Bett. Hihi. Oh, meine Mama wartet sicher schon auf mich. Ich muss nach Hause. Bis bald, Rondex. Ach, verdammt. Nun. Rondex, wenn du ein guter Trainer werden willst, hier ist mein Rat. Geh nach Metro City, gleich hinter diesem Ort. Dort solltest du die Arena-Leiterin Felicia herausfordern. Suche danach die anderen Pokémon-Arenen auf und besiege die Leiter. Dann kletter ich bestimmt die Leiter weit nach oben. Ah! Die schöne Karriereleiter. Alter, meine Fresse. Ich bin natürlich auch ein Arena-Leiter. Auch wir werden eines Tages gegeneinander antreten. Wenn ich ungefähr Level 30 bin. Pokémon-mäßig. Aber erst, wenn du stärker geworden bist, Rondex. Na, jetzt hätte das ja auch keinen Sinn, ne? So. Hier will ich erstmal auch ein bisschen speichern. Jupp. Ja, dann... Was will er eigentlich? Jeder! Bist du vielleicht ein Anfänger unter den Trainern? Weißt du, was Pokémon-Trainer machen, wenn sie in einem neuen Ort kommen? Ja, erstmal in den Markt gehen, seine Turbo-Trainer rausholen und dann... Ja, den Kassierer bedrohen, dass er das Geld rausrückt. Weil, ja, ich soll ja... Ich weiß gar nicht, wie genau das noch hieß. Die Welt erobern mit Turbo-Tretern, glaube ich, war das. Deswegen, ja. So ungefähr war das. Ich weiß das auch nicht mehr genau. So genau. Ist ja schon ein paar Stunden her, ne? Was ist denn das? Heikus Haus. Das auch noch. Ich will am besten gar nicht in sein Zimmer. Er hat ja keins. Ah. Alter, der hat nicht mal ein eigenes Zimmer? Wo will er denn sein Pokémon vergewaltigen? Und vor allen Dingen, wo schlafen die? Wo schlafen die bitte? Zwei Leute. Oh, kein Bett im Haus. What the fuck? Schlafen die auf dem Tisch oder auf dem Stuhl? Alter, wo pennen die denn? Hä? Was? Ich will das gar nicht wissen, wo die schlafen. Die haben weder ein Bett noch kein... Die haben weder Kissen noch Decke noch Bett. Wo pennen die? In der Spüle? Alter. Kein Bett, aber ein Fernseher, weißt du? Alter. Was geht? Entschuldige bitte. Lass mich raten, deine Kleidung verrät mir, dass du ein Trainer bist. Habe ich recht? Nö. Nun,
Vielleicht auch nicht. Deine Kleidung ist noch relativ sauber. Entweder bist du gerade erst Trainer geworden oder du bist einfach ein ganz normales Kind. Ja. Ich reise durch das Land, immer auf der Suche nach talentierten Trainern. Tut mir leid, wenn ich dich aufgehalten habe. Ich halte dich gleich auf, Alter, indem ich dir in den Arsch trete mit meinen Super-Turbo-Tretern, Alter. Dann. Weil wenn ich die Turbo-Treter anhab, dann kann ich einen Roundhouse-Kick machen wie Chuck Norris, Alter. Glaub mal. Weil wenn ich damit schon die Welt erobern soll, dann wird das wahrscheinlich so einen Effekt haben. Bevor du ein Pokémon... Bevor du ein Pokémon wirfst, natürlich. Bevor du Pokémon... Schon wieder! Bevor du Pokéball wirst, schwäche das Pokémon erst. Wenn es vergiftet ist, eine Verbrennung hat oder schläft, kann es leichter gefangen werden. Was mit Paralysen, du Arsch? Dämlich. Oh nein, ich bin kein Trainer. Aber es stimmt schon, wenn der Trainer sich in die Augen schauen, ist das eine Herausforderung zum Kampf. Willst du nicht kämpfen, weiche ihn blicken aus. Ey, Bengel, warte mal. Spur des Angst zu hinterlassen, ist so total lustig. Ey, sag mal, Alter, geh mal zum Psycho, Alter. Kriegst deine Weste an. Na, mich Liebjacke. Alter. Wie kann man sich Fridolin nennen, Alter? Ganz ehrlich. So hieß damals mein Tamagotchi, ey. Ja, ich hab so einen Scheiß damals gehabt. Als Kind. Ganz ehrlich. Fridolin hieß mein Tamagotchi damals, ey. Ganz ehrlich, Mann. Alter. Das Wetter hier, ey. Das geht gar nicht. So dunkel. Und sieht extremst nach Regen aus. Samurzel. Nö. Also wenn die vom Level her auf die Hälfte sind, werde ich die mal wechseln. Was sind das denn, ey? Eine Salatschüssel mit einem Haufen Scheiße mit zwei Beinen. Ja. Schön. Level 7. Spezialangriff steigt. Den brauchst du jetzt nicht mehr, weil du tot bist. Ne? 111 EP. Ich will aber kein Ausgeben hier, ne? Alter Fridolin. Ihr geht hier am Sa... Ihr geht hier am Sa... Das ist vielleicht aber unangenehm. Ich muss gleich zum Psychiater. Boah, geh mir aus der Sonne, Alter. Ganz ehrlich. Der ist ja nervig. Das Meer, was? Ich möchte zu gerne wissen, wie es auf dem Meeresgrund aussieht. Oder spring einfach rein und tauch runter. Ne? Was ist so stark aussehendes Pokémon geangelt? Ein Carpador oder was? Magische Fähigkeiten, ja. Ja, natürlich. Ich habe auch magische Fähigkeiten. In meiner Hose. Und wenn ich die rauslasse, dann... Ja. Was? Och nö. Da habe ich doch recht gehabt mit Carpador, ganz ehrlich. Was? Ich meine... Auf Level 9, ich meine... Ja. Ich sag dazu nichts. Konnte ich Hellsee? Warum wusste ich, dass das ein Carpador ist, was er hat? Ich weiß auch nicht. Und seit wann hat ein Carpador magische Fähigkeiten? Das geht. Das will ich mal wissen. Die Alte will nichts. In dieser Hütte am Meer lebt bis der Brack. Er war einst ein stolzer Seemann, der niemals Angst vor dem Meer hatte. Ja. Wäre auch sehr strange, wenn wirklich ein Seemann Angst vor Meer hat. Also, dann hat er sich wahrscheinlich einen falschen Beruf ausgesucht. Würde ich erstmal so sagen. Ja.
Aber ich habe was Dummes gemacht. Hätte ich mir jetzt ein Pfiffchen gefangen auf Level 5, hätte ich nicht so lange gebraucht, um es zu trainieren. Naja, egal. Hinterher ist man immer schlauer. Ja, Schreck zurück, das ist ja super. Stirb. 39 EP, das ist ja super. Bevor du ein Pokéball wirst, schwäche das Buch. Achso. Ja, leck mich am Sack. Das habe ich doch schon gelesen. Jetzt weiß ich auch wieder, wo ich bin. Jetzt steht er da wie angewurzelt. Hat wohl schon einen epileptischen Anfall oder so. Oh, ein Kaffee. Ich will Kaffee trinken. Ich will den Kaffee trinken. Diese Vase sieht sehr teuer aus. Erstmal kaputt schlagen! Kaputt schlagen oder auf eBay verkaufen! Alter! Ich weiß, dass sie leer ist. Die anderen sind auch leer. Ja. Dass man im Haus nicht rennen kann, das ist auch blöd.